sowohl bei den Heimspielen als auch online für die Spieler der Saison abzustimmen. Eins nehme ich vorweg, das war dieses Jahr überhaupt nicht spannend. Es hat sich jemand sehr schnell und sehr deutlich von allen anderen abgesetzt, hat am Ende 53% über die Hälfte aller Stimmen gehabt. Aus meiner persönlichen Sicht, ich bin vom Beruf Lehrer, wurde da der individuelle Leistungsvorschritt, wie man gerade so gesagt, doch klar erkannt. Man hat gesehen, du hast hier die ältesten Fachleute. Die Rede ist von einem Spieler, der anders als viele unserer Teammitglieder aus der vierten Liga zu uns gewechselt hat. Einige waren skeptisch, ich weiß das so als Vereinsinterner, aus Vereinsinterner, aber er hat sich hammermäßig in den Regeln nicht nur sportlich, sondern nicht zu einer Führungsperson in der Mannschaft verweigert. Liebe Abwehrzentrum, alles, Top-Athlet, Vorbild und ackert am Kreis durch seine Torbe. Jetzt wissen, glaube ich, ganz viele, die Rede ist von Alexander Pietschüler. Unsere Männer sind nicht nur selbst für die regelmäßig auch aus der Schwierigkeit. Unsere Jugendmannschaft hat sich da prägen. Ja, jetzt bleiben wir nicht anders üblich. Das war unser letztes Heimspiel. Vielen Dank für die Unterstützung auch in diesen herausfordernden Zeiten. Bleiben Sie den OAC wohlgesonnen. Wir hoffen, dass die Pandemie im Griff etwas lockert und wir demnächst wieder vor ausverkaufter Halle mit noch mehr Stimmung für den Fans spielen können. In diesem Sinne freue ich mich, freuen wir uns im OAC auf das Wiedersehen in der Saison 2022. Bis dahin, auf Wiedersehen! Alexander, erstmal Glückwunsch zur Wahl des Spielers der Saison. Danke, Tippe. Was sagst du dazu? Ich freue mich sehr. Bin auch ein bisschen überrascht. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. In die Kamera. Oder ja, ich habe damit tatsächlich überhaupt nicht gerechnet und ich freue mich aber sehr. Habe auch niemanden beauftragt oder irgendwelche Abonnenten aus China gekauft oder so. Von daher freut es mich umso mehr. Und ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass Denno das wird, als es anmoderiert wurde. Aber ja, ich freue mich umso mehr. Kann man stolz drauf sein. Ich bin und, stolz drauf, auf jeden Fall. Was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, am Ende deutlich gewonnen, aber wir hätten höher gewinnen müssen. Die Chancenverwertung war nicht gut. Wir sind aus der zweiten Halbzeit schlecht rausgekommen, hatten dann aber trotzdem noch eine stabile Abwehr mit einem guten Torhüter dahinter und von daher kam da auch nie wirklich Spannung auf, aber das sah am Ende natürlich auch nicht mehr gut aus mit den verworfenen Chancen und den zwei Minuten Strafen. Und ja, aber wichtig ist der beste Spieler der Saison. Wichtig wir sind war, so stolz auf dich. Gegen Schwerin gewonnen haben und von daher ist es jetzt schön, dass wir das Wochenendspiel haben. Herzlichen Glückwunsch vom Ehrenpräsidenten. Alles Dankeschön. Gute. Weiter so mit dieser Entwicklung im Verein. Danke. Wir bauen auf dich. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Dankeschön. Glückwunsch. Grüß dich. Danke. Ja, wir haben jetzt noch ein Saisonspiel. Braunschweig. Hast du dazu schon das schon im Blick oder machst du dir Gedanken schon drüber? Ja, natürlich. Letztendlich wirst du ja das Spiel gewinnen, das wird ein schönes Endspiel, die Halle soll ja schön sein. Ich weiß nicht, hast du schon mal da gespielt? Nein, leider nicht. Auch noch nicht, ja. Dann wird es ja glaube ich feiern, Premiere. Fali hat ja schon angekündigt, dass die Halle schön sein soll für die Zuschauer. Und ja, von daher werden wir da nochmal alles rauskommen zu tun, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Frage aus dem Hintergrund. Braunschweig habt ihr jetzt vor 3 Wochen gehabt. Wie kann man die packen? Ja, grundsätzlich hatten wir sie im Hinspiel ja eigentlich auch schon. Wir haben es dann aber nicht geschafft, uns abzusetzen. Wir sind auch, glaube ich, im Spiel schlecht reingestartet. Ich glaube, wir lagen auch erst hinten. Und ja, wir müssen da konstanter spielen. Aber ich denke, Schwerin ist ja zum Beispiel eine Mannschaft, die uns vielleicht nicht so liegt, muss man auch mal ehrlich sein. Von daher auch schön, dass wir heute gewonnen haben. Dann Braunschweig. Ja, also ich glaube, die hatten auch 1-2 Verletzte. Dann hat der eine halt Linke noch rot bekommen. Ich glaube, das wird ein heißer Tanz, aber wir müssen unser Maximum gehen und dann können wir die auch schlagen.